China. China ist der größte Internetmarkt der Welt, größer als der in den USA und in der EU zusammen. Und zwei Aktien sind da besonders populär, nämlich Alibaba, quasi als Chinas Amazon, und Baidu, der Suchdienstbetreiber, also sozusagen Chinas Google. Beide haben jetzt Quartalszahlen rausgegeben, auf beide hat der Markt eigentlich gut reagiert und wir fragen uns heute, tun sich da jetzt Chancen auf für einen Anleger? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Baidu und Alibaba, das sind zwei China-Aktien. Damit können relativ viele Leute was anfangen, weil sie auch wissen, China ist ein sehr großer Internetmarkt mit 800 Millionen mobilen Internetnutzern. Und da gibt es zwei Marktführer auf diesem Markt, nämlich erstens mal Baidu, der Suchmaschinenbetreiber, Chinas Google sozusagen, mit einem Marktanteil von 75% in der Internetsuche, und die Alibaba Group, ein E-Commerce-Riese, riesengroß. Und beide haben jetzt Quartalszahlen rausgegeben und die sind jeweils sehr gut aufgenommen worden am Markt. Und wir stellen uns die Frage da natürlich, macht es die Aktien jetzt wieder interessant? Vorher will ich noch ein bisschen so eine Sache aufklären, die mich etwas nervt. Also es sind ja beides chinesische Aktien und darum liest man aber auch ständig, also wenn die Kurse runtergegangen sind in letzter Zeit, ja, das war der Handelskonflikt, oder wenn sie gestiegen sind, ja, das war natürlich die Entspannung im Handelskonflikt. Das ist nicht so hilfreich meiner Meinung nach. Es ist natürlich im weitesten Sinne schon so. Also klar, der Handelskonflikt belastet im Prinzip das Sentiment von den Verbrauchern oder der belastet auch die chinesische Währung. Also die Gewinne werden ja in China erzielt, Aktien werden aber in Dollar gehandelt, dementsprechend nachteilig. Aber grundsätzlich ist es trotzdem so, wenn es Aktien gibt, die vom Handelskonflikt relativ wenig betroffen sind eigentlich, dann sind es eben solche Aktien, Aktien, die vom Binnenmarkt, von der Binnenkonjunktur abhängen. Die sind wenig betroffen vom Handelskonflikt und umgekehrt, wenn sich im Handelskonflikt jetzt die Lage entspannt, dann sind das nicht unbedingt die Aktien, die jetzt am meisten steigen werden. Also das wären dann andere Aktien, Zykliker, Exportaktien. Aber der große Vorteil dieses chinesischen Internetsektors ist natürlich, dass er halbwegs unabhängig ist von den Belastungen aus dem Handelskonflikt, dass er immer noch wächst und dass die Unternehmen davon profitieren können, in der Theorie zumindest. Wie schaut es jetzt in der Praxis aus? Fangen wir mit Baidu an. Das ist die von den beiden Aktien, die nicht besonders gut gelaufen ist. Hier haben wir den Chart 5 Jahre in Euro und sie ist schon gestiegen bis Mitte 2018, aber seitdem ist sie stark eingebrochen, hat sich wirklich sehr ja, halbiert, kann man sagen. Mehr als halbiert, hat jeder wieder geschrieben, wegen dem Handelskonflikt natürlich. Ganz so einfach ist es aber nicht. Was wir jetzt allerdings auch sehen, wir haben jetzt wieder einen kleinen Kursanstieg. Der ist klein, aber er ist schon signifikant. Und der Anstieg kam als Reaktion auf die Zahlen zum dritten Quartal. Das ist hier jetzt nicht das erste Video, das ich mache über Baidu. Ich versuche mal so ein bisschen die Problemlage da zusammenzufassen. Also Baidu ist der große Suchdienstbetreiber im chinesischen Internet, dadurch durchaus vergleichbar mit Google. Und was auch vergleichbar ist, wie Google investiert Baidu in viele andere IT-Bereiche, also künstliche Intelligenz, Videostreaming, autonomes Fahren, Smart Speaker auch noch. Aber das Brot- und Buttergeschäft, das ist nach wie vor die Internetsuche und die Werbeeinnahmen damit. Damit verdienen die Geld. Alles andere sind Bereiche, die sehr, sehr interessant sind, aber die verschlingen eigentlich eher Geld. Zurzeit viele, viele Milliarden Dollar jedes Jahr. Und das Problem jetzt oder in diesem Jahr oder in letzter Zeit, das war, dass das Kerngeschäft nicht mehr wirklich gewachsen ist. Also die Internetsuche ist nicht mehr gewachsen.
Das ist nach wie vor ein Milliardengeschäft natürlich, aber man merkt schon, dass sich da was verändert, vor allem durch die vielen mobilen Nutzer. Die suchen nicht mal so im offenen Internet, also nach Artikeln oder sowas, sondern die haben jetzt eben schon ihre Apps und ihre Dienste und ihre Plattformen, da sind sie dann aktiv und dadurch kommt Baidu aber nicht mehr so an die ran und profitiert davon nicht mehr. Und dadurch fragen sich die Anleger natürlich zu Recht, ja, ist das jetzt noch der Internetgigant mit der großartigen Zukunft, wenn es nur noch einen Bereich gibt, wo die eigentlich wirklich Geld verdienen und der wächst dann aber auch nicht mehr. Die Sorgen hat man sich also gemacht in letzter Zeit und darum ist die Aktie auch verkauft worden. Aber jetzt haben wir eben die Kurserholung nach den Zahlen zum dritten Quartal. Wie haben die ausgesehen? Baidu hat einen Verlust ausgewiesen, zwar, es waren 890 Millionen Dollar, das war auch nicht der erste Verlust von Baidu, daran waren aber Sondereffekte schuld. Baidu hat Anteile an Trip.com oder früher Ctrip.com, das ist ein großes Reiseportal, auch börsennotiert, und da wurde der Wert von diesem Aktienpaket abgeschrieben. Ich komme zu Trip.com nachher noch. Aber jetzt mal zu Baidu wieder, also ohne diesen Verlust, da wäre der Gewinn nämlich bei 616 Millionen Dollar gewesen oder 1,77 Dollar pro Aktie und damit besser als erwartet auch. Der Umsatz, der bereinigte Umsatz, der ist auch um 3% gestiegen zum Vorjahr. Auch das war besser als erwartet. Kam zustande unter anderem durch die Streaming-Tochter. iQIYI, das ist ein großes Streaming-Portal, ist auch börsennotiert. Da ist zum Beispiel die Zahl von den registrierten Nutzern hochgegangen um 31% auf 106 Millionen. iQIYI, da komme ich nachher auch nochmal zurück. Aber was Baidu jetzt betrifft, diese Zahlen, dieser leichte Umsatzanstieg, das ist nicht spektakulär, aber der Markt hat natürlich erwartet, dass der Umsatz weiter zurückgeht. Der Markt war positiv überrascht. Das ist jetzt noch kein Befreiungsschlag natürlich, aber der Punkt ist, dass die Erosion von diesem Kerngeschäft, dass die jetzt zumindest mal gestoppt worden ist. Und wenn das so bleibt, wenn sich das stabilisiert, dann hätten wir jetzt ein Kerngeschäft, das moderat bewertet ist, also die ganze Aktie mit einem KGV von 21 für dieses Jahr. Und was dann noch dazu kommen würde, das sind die Zukunftsbereiche, die ganzen anderen, die noch kein Geld bringen, aber wo viel schon investiert worden ist und die auch durchaus eines Tages eine Rolle spielen könnten. Wie gesagt, Streamingdienste, Internet der Dinge, Smart Speaker, das Spracherkennungssystem, DuerOS, das installiert ist mittlerweile auf 400 Millionen Geräten in China. Und das autonome Fahren natürlich. Ich habe hier vor 2 Monaten ein Video gemacht zum autonomen Fahren, zur Apollo-Plattform, zu dieser offenen Plattform von Baidu in China. Die ist dort einzigartig. Es ist fast jeder Autokonzern schon dabei. Also auch die deutschen Autokonzerne, die amerikanischen Autokonzerne. Das ist die Plattform, die sich in China wahrscheinlich durchsetzen wird, wenn das autonome Fahren kommt. Und der chinesische Automarkt ist auch nicht klein. Und wenn solche Beiträge Sie interessieren, auch mal mit solchen Hintergrundinformationen, dann schauen Sie sich hier um auf dem Zukunftsmärkte-Kanal oder noch besser Zukunftsmärkte-Kanal gleich abonnieren und bei der Anmeldung dann gleich auch auf die Glocke drücken. Das ist die Benachrichtigung für die neuen Videos. Dann sehen Sie die neuen Videos auch immer und es würde mich natürlich freuen, wenn ich Sie dafür gewinnen kann. Und falls Sie es schon gemacht haben, falls Sie sich schon angemeldet haben, dann natürlich vielen Dank dafür. Dann kennen Sie Zukunftsmärkte auch, dann wissen Sie ja auch, was wir hier sonst so anbieten an Themen. Ist auf jeden Fall immer wieder interessant. So, und zur zweiten Aktie. Alibaba, die Alibaba Group. Da ist es um einiges besser gelaufen die letzten 5 Jahre als Baidu. Auch hier den Chart in Euro. Und wir haben gerade die letzten 2 Jahre, sehen wir ja auch, haben wir
mit Alibaba auch eine Aktie gehabt, die sich auch im Handelskonflikt ziemlich gut behauptet hat. Liegt vor allem daran, Alibaba hat was, das Baidu nicht hat, nämlich ein Kerngeschäft, das immer noch stark wächst und stark floriert. Das ist der E-Commerce. Alibaba ist wirklich ja ein E-Commerce-Gigant, hat einen Marktanteil von ungefähr 70% in China und der Internethandel, der wächst da auch noch ganz ordentlich eigentlich. Beeindruckend zum Beispiel jetzt am 11. November, das war der Singles Day. Das ist in China der große Online-Shopping-Tag, so wie der Black Friday in den USA, nur dass die Umsätze da mittlerweile schon viel höher sind. Und Alibaba hat allein in den ersten 68 Sekunden an diesem Tag 1 Milliarde Dollar Umsatz gemacht und insgesamt an dem Tag 38 Milliarden Dollar Umsatz. Das stellt also alles in Schatten, was bisher war, und da waren auch alle ganz aus dem Häuschen. Aber die Zahlen zum dritten Quartal, die waren auch schon ganz gut. Also der Gewinn ist nämlich im dritten Quartal gestiegen um 40%, wenn man ihn bereinigt um alle Sondereffekte. Der Umsatz ist auch um 40% gestiegen. Das war auch stärker als erwartet. Das heißt, obwohl Alibaba schon sehr groß ist, obwohl wir den Handelskonflikt haben, obwohl das chinesische Wachstum insgesamt ja nachlässt und so weiter, trotzdem ist das Umsatzwachstum von Alibaba immer noch sehr hoch. Das Umsatzwachstum kommt aus dem Kerngeschäft hauptsächlich. Das ist immer noch 85% vom Gesamtumsatz. Und was auch wichtiger wird, ist das Cloud-Geschäft. Da buttert Alibaba jetzt auch einiges rein, so ähnlich wie es Amazon ja auch macht. Im Cloud-Geschäft ist der Umsatz sogar gestiegen um 64%. Sind bis jetzt aber nur 8% vom Gesamtumsatz. Und die Cloud-Sparte ist auch noch defizitär. Also auch Alibaba hat defizitäres Geschäft. Alibaba investiert auch in neue Geschäftsmodelle, also Cloud eben zum Beispiel, Elektroautos auch, dann Halbleiter. Halbleiter, da pumpt Alibaba viel Geld rein. Und dann natürlich Alipay auch, der Bezahldienst, der ist sehr, sehr wichtig in China, gehört Alibaba, aber nur zum Teil. Also es ist im Prinzip ähnlich wie bei Baidu oder wie bei vielen von diesen Internetkonzernen. Alibaba hat auch ein Kerngeschäft und drumherum ist dann noch viel Zukunftsmusik. Aber Alibaba hat eben diesen Vorteil, dass es eine wahnsinnig starke Marktposition hat und dass es ein Kerngeschäft hat, das hochprofitabel ist und das aber auch noch wächst. Das Wachstum ist nicht mal so stark, wie es mal war, also ist auch klar. Vor 2, 3 Jahren, da gab es noch Wachstumsraten von 60, 70%, jetzt sind wir bei 40%, aber 40% Umsatzwachstum ist eben bei der Größe, würde ich sagen, noch sehr, sehr solide. Und das Beispiel von Amazon in den USA, das zeigt, man kann, wenn man solche Plattformen betreibt, auch dann, wenn man groß ist, noch weiter wachsen, wenn man es nämlich schafft, dass man seine Marktposition festigt, dass man seine Leistungen ausbaut und da integriert in seine Dienste. Und genau das wird Alibaba auch machen die nächsten Jahre, genauso wird es auch laufen. Das KGV für dieses Jahr ist bei 33, für nächstes Jahr bei 25. Das heißt, man kriegt die Aktie nicht nachgeschmissen. Aber es ist schon Wachstum da, es ist Marktmacht auch da. Insofern, ich finde die Bewertung angemessen und relativ okay. Eins darf man nicht machen, man darf jetzt nicht den Fehler machen, dass man glaubt, wenn man jetzt bei Alibaba einsteigt, dann ist es so, wie wenn man vor 10 Jahren bei Amazon eingestiegen ist. Das ist schon lang nicht mehr so. Alibaba ist riesengroß und das ist mittlerweile auch bekannt. Wir haben auch bei Alibaba jetzt schon einen Börsenwert von 470 Milliarden Dollar. Das ist auch schon über die Hälfte von dem Börsenwert, den Amazon hat. Aber wenn wir die beiden schon vergleichen jetzt, dann kann man auch mal erwähnen, dass Alibaba natürlich im Vergleich immer noch deutlich günstiger bewertet ist als Amazon. Also bei Amazon haben wir momentan ja ein KGV von 85.
Und der Witz ist, Alibaba verdient auch insgesamt mehr Geld, also zumindest momentan. Und die Margen sind bei Alibaba auch höher. Also kann man sagen, momentan erscheint Alibaba eigentlich attraktiver, zumindest attraktiver als Amazon. Aktie ist kein Geheimtipp mehr, wird wahrscheinlich auch nicht durch die Decke gehen die nächsten Monate, aber ich würde sagen, es ist trotzdem keine schlechte Aktie. Es ist eine Aktie, wo ich sagen würde, wenn es einen Rücksetzer gibt, da kann man immer wieder mal ein paar Stück kaufen. Baidu im Gegensatz dazu. Baidu ist natürlich viel spekulativer. Baidu hat ein Kerngeschäft, das Kerngeschäft schwächelt. Der Rest ist hochinteressant, aber bringt nichts ein. Dafür hat Baidu auch nur einen Börsenwert von 40 Milliarden, also nur ein Zehntel. Das ist, wenn man bedenkt, was für ein Unternehmen das ist und was da alles auch da ist und entwickelt worden ist, dann ist das im Prinzip jetzt nicht so viel. Also Baidu hätte theoretisch, würde ich sagen, mehr Kurspotenzial, aber erst dann oder nur dann, wenn sich zeigt, dass der Ertrag stabil bleiben würde, halbwegs zumindest, und wenn die neuen Bereiche dann auch eben mal Form annehmen. Immerhin, wir haben eine Bodenbildung auf niedrigem Niveau oder sowas in die Richtung. Also wer interessiert ist, der kann sich natürlich da auch ein paar Stücke kaufen, wenn er dann auch mit Stoppkursen arbeitet oder so. Muss aber jeder selber wissen. Ansonsten, Internetsektor in China, der ist groß. Es gibt da nicht nur Baidu und Alibaba, es gibt andere Aktien. iQIYI habe ich schon erwähnt, hier Streaming-Tochter von Baidu oder Tripcom eben auch, das Reiseportal. Und die haben auch alle Zahlen rausgegeben jetzt und die gehen wir nächste Woche durch und zwar im Zukunftsmärkte-Report. Der Zukunftsmärkte-Report, der ist auch gratis, den kriegen Sie regelmäßig zugeschickt. Und was Sie dafür tun müssen, Sie müssen sich eigentlich nur einmal anmelden auf www.zukunfts-märkte.de. Und nächste Woche in dem Report eben iQIYI, genannt Chinas Netflix, dann Tripcom, dann noch JD.com, das ist der Konkurrent von Alibaba, da sind ja jetzt auch die Zahlen raus und vielleicht noch die eine oder andere Aktie zusätzlich noch. Also melden Sie sich an, wenn Sie es noch nicht gemacht haben. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Wie gesagt, der Internetsektor ist immer noch relativ interessant in China, Handelskonflikt hin oder her. Es ist ein Sektor, der nach wie vor wächst, der dynamisch ist, er hat auch Potenzial und man kriegt aber trotzdem immer noch gute Aktien zu einem ganz vernünftigen Preis. Und mehr wollen wir ja eigentlich auch gar nicht. Und damit bedanke ich mich bei Ihnen. Alles Gute Ihnen, bis bald, viel Erfolg bei Ihren Investments und danke fürs Zuschauen.